Jason-Claude ist unser BDM, oder nicht unser, aber von BlackBerry, der Manager Business Development EMEA. BlackBerry ist ja auch ein großer Kunde oder ein Kunde von uns, gerade im Priority Engine Bereich. Und Jason ist sozusagen verantwortlich für ein Sales-Team. Er nutzt die Daten natürlich eher aus der Sales-Perspektive raus. Und deswegen freue ich mich sehr, Jason, hallo. Hi, dass guten Morgen. Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, definitiv. Und Priority Engine macht dich auch sehr, sehr beschäftigt, natürlich. Und deswegen, genau. Super. Was mich interessieren würde oder was vielleicht auch die Teilnehmer interessieren würde, wie setzt ihr so Priority Engine derzeit in eurer Vertriebsstrategie ein und welche Daten von Priority Engine sind da besonders hilfreich, um eure vertrieblichen Ziele zu erreichen? Ja, also ich kann mich eigentlich der Vorrednerin nur anschließen. Also für uns ist es im Vertrieb auch von äußerster Relevanz, dass wir uns also wirklich auf die Kunden konzentrieren, die sich also auch mit unseren Themenschwerpunkten auseinandersetzen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Rolle. Ich bin für den Bereich Business Development in EMEA zuständig. Also für uns ist es so, wir sind zwar an den Vertrieb angegliedert, sind aber eigentlich der Teil des Demand Generation, also Pipeline Development. Also für uns ist es wichtig, dass wir uns mit, wie gesagt, mit den Prospects auseinandersetzen, die auch gerade Themenschwerpunkte haben, die adressiert werden müssen. Für uns der ganz große Fokus hier innerhalb von BlackBerry. Ich bin zu BlackBerry übrigens über die Silence-Akquisition gekommen, Endpunkt Schutz. BlackBerry geht gerade durch eine enorme Transformation. Für uns der Fokus ist auf den Endpunkt und innerhalb des Bereichs Endpunkt eigentlich das komplette Spektrum. Endpunkt-Management bis hin zum Endpunkt-Schutz. Und für uns die derzeitige Situation, die Pandemie, ist natürlich auch, ich sag mal, eine Herausforderung in dem Sinne. Wir müssen uns also auch auf neue Wege fokussieren, um mit unseren Kunden in Kontakt zu kommen. Die herkömmlichen Wege wie Veranstaltungen und man trifft sich, ist eben keine Option mehr. Und es war also auch wirklich sehr interessant für uns zu sehen, wie sich die Taktiken umgestellt haben. Unser Business Development Team war eigentlich immer sehr darauf fokussiert, E-Mail, Telefon und so weiter zu nutzen. Und das ist auch nach wie vor von Relevanz. Aber für uns, was wir über TechTarget und gerade die Priority Engine bekommen, sind wirklich die Informationen über die Leute, die gerade gewisse Schwerpunkte haben, die sehr aktiv recherchieren. Das heißt also für uns ist das Ganze eine Prozessoptimierung. Ja, verstehe, absolut. Also du hattest jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen, diese Events sind natürlich klar schwierig, psychische Events wird es wahrscheinlich, haben meisten auch jetzt gerade gesagt, sie wissen gar nicht in unserer Umfrage, ob das nochmal ein Event nächstes Jahr überhaupt geplant ist, ob sie da teilnehmen können. Jetzt ist die klassische Event, also wenn man jetzt Kontakte auf ein Event trifft oder neue Kontakte da generiert, natürlich schon ein bisschen anders als das, was man im Intent-Bereich. Also ne, mit den Intent-Daten ist die Ansprache letztendlich, denke ich mal, von der Strategie her auch anders. Kannst du ein bisschen erzählen oder ein bisschen erklären, was da für euch so die Unterschiede sind und was ihr für Erfahrungswerte da auch gemacht habt? Ja, also das Interessante an Intent-Daten ist wirklich, dass man sich auf den Kunden konzentriert und auf die Themenschwerpunkte, die der Kunde gerade aktiv recherchiert. Wenn man mal, ich sag mal, ein paar Schritte zurückgeht, wie Business Development eigentlich in der Vergangenheit im traditionellen betrieben wurde, war, dass viele Business Developer sich einfach dran gesetzt haben und einfach drauf lostelefoniert haben und angefangen haben, ihr Unternehmen zu präsentieren, ohne eigentlich zu wissen, ob das für den Kunden von Relevanz ist. Was viele Leute im Vertrieb, im Bereich Business Development machen, ist, dass also wirklich diese natürliche Herausforderung da ist, oder ich sag mal, die natürliche Begebenheit, man möchte über das Unternehmen erzählen, was man alles machen kann und welche Produkte man anbietet und so weiter und so fort, ohne eigentlich zu wissen. Richtig, ganz genau. Also wirklich dieser Drang, das war das Wort, wonach ich eben gerade gesucht habe, sorry, dieser Drang, wirklich die Informationen loszuwerden, die man selber über sein Unternehmen hat. Es ist ja auch gut und es ist ja auch super, dass sich die Vertriebler wirklich mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Aber es muss von Relevanz sein für den Kunden.
wenn man sich mal den eigentlichen Vertriebsprozess anguckt, die ersten 50% im Verkaufsprozess sind wirklich nur auf den Kunden fokussiert oder sollten wirklich nur auf den Kunden fokussiert sein. Dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, was der Kunde jetzt eigentlich erreichen will. Für uns im Bereich zum Beispiel Security, was sind die Herausforderungen? Wie können wir diesen Kunden helfen? Security hat sehr viel mit Trust zu tun, ne? Also dass man wirklich ein Verhältnis zum Kunden aufbaut, ein vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden aufbaut. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und so muss man also auch vorgehen, wenn man mit den Kunden in Kontakt tritt. Es geht nicht um uns. Es geht in erster Linie erstmal um den Kunden, um herauszufinden, worum dreht sich beim Kunden, welche Herausforderungen sind dort und wie können wir diesem Kunden helfen. Ne? Weil so setzt man sich von der Konkurrenz ab und so baut man eben dieses vertrauensvolle Verhältnis auf. Und das war wirklich das, wonach wir gesucht haben. Und unsere Kollegen in den USA hatten TechTarget und die Priority Engine bereits erfolgreich genutzt. Und wir standen also wirklich vor dieser großen Herausforderung. Wie können wir uns wirklich, ich sag mal, von der Konkurrenz absetzen und wirklich gezielt auf Kunden zugehen, die jetzt gerade sich mit diesen Themenschwerpunkten auseinandersetzen? Und da kam, wie gesagt, die Priority Engine uns sehr, sehr gelegen. Und wir haben das, Enrique, wie du selber weißt, intensiv getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was uns hier wirklich super gefällt, ist, dass wir wirklich die relevanten Informationen sehen. Wir haben das Ganze also wirklich so strategisch oder auch taktisch bespielt, dass wir also unsere Kern-Themenschwerpunkte in die Priority Engine eingespielt haben. Zum Beispiel der Bereich Endpunktschutz, Ransomware, Verschlüsselungstrojaner, wirklich aktuelle Themenschwerpunkte, die für Kunden von Relevanz sind, die wir also adressieren können und haben dort wirklich sehr interessante Resultate bekommen. Für uns interessant hier ist zu sehen, wer setzt sich denn jetzt eigentlich konkret damit auseinander? Wer ist diese Person? Handelt es sich hierbei um einen Anwender? Handelt es sich um jemanden, der, ich sag mal, also den Entscheidungsfindungsprozess beeinflusst? Ist es vielleicht selber der Entscheidungsträger? Schauen Sie sich auch andere Hersteller an, ne, oder setzen Sie sich auch mit anderen Themenschwerpunkten auseinander. Und die Informationen sehen wir dort. Wir haben zwar direkten Zugang auf die Kontaktinformationen, wie zum Beispiel Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wir nutzen das aber nicht so, dass wir jetzt uns dadurch also eine Call-Liste erarbeiten, sondern wir haben eine Strategie damit entwickelt. Also wir haben es zum einen so gemacht, dass wir haben eigentlich zwei Listen uns zunächst erstmal erstellen lassen. Zum einen, das nenne ich immer die Vertriebswunschliste, ist also die Liste, die Vertriebler erstellt haben mit ihren sogenannten Target-Accounts, wo man also dachte oder ne, sich denkt, Mensch, das sind die Hanging fruit, genau, sozusagen. das sind die Accounts, ne, wo der Vertriebler denkt, ne, die haben das größte Potenzial, wo wir aber eigentlich gar kein Wissen haben oder keine Informationen, ob dem wirklich so ist. Und die zweite Liste, die wir erstellt haben, ist also eine Liste derer, die tatsächlich sich gerade im deutschsprachigen Raum mit diesen Themenschwerpunkten auseinandersetzen, also unabhängig von dieser Target-Account-Liste. Und es war wirklich sehr interessant zu sehen, was dort an Resultaten zurückkam, wie wenige unserer Target-Accounts sich gerade damit auseinandersetzen und wie viele andere Accounts sich eigentlich damit auseinandersetzen. Das heißt, für uns war es also auch so ein Wegbewegen von dieser sogenannten Wunschliste, Target-Account, zu den faktenbasierten Accounts, die sich jetzt wirklich gerade damit auseinandersetzen. Und wir haben es also geschafft. Und für uns dann, bevor ich auf die Ergebnisse komme, der nächste Schritt dann für uns war, jetzt wollen wir nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern wirklich das Ganze vernünftig aufziehen. Der nächste Schritt dann war von uns, wo, jetzt haben wir gesehen, Kunden setzen sich damit auseinander. Jetzt fangen wir diese Kunden oder potenziellen Kunden an, gezielt mit Inhalten von BlackBerry zu bespielen. Dass wir also anfangen, ne, ich sag mal so das Verhalten zu beeinflussen. Das heißt also, ne, der Kunde setzt sich gerade Thematik Endpunktschutz auseinander. Jetzt fangen wir an, da gezielt den Namen BlackBerry mit zu positionieren, mit White Papers oder Informationen, die eben von BlackBerry dem Kunden zugespielt werden. Auch hier wieder Gezielt die als Frage. Ganz genau. Partner dann Als sozusagen. Partner, ganz genau. Und wir gehen dann ergänzend dazu. Wir kriegen also wöchentlich diese Leads zugespielt, können auch jederzeit tagtäglich in der Priority Engine nachschauen, wer dort neu dazugekommen ist.
Und wir gehen dann diese Kunden nochmal gezielt über die BDRs an. Also auch jetzt nicht, dass wir dort anrufen und sagen, hallo Herr Müller, ich sehe, Sie haben sich gerade was von BlackBerry runtergeladen, sondern wir gehen dann gezielt wieder über unsere Sales Cadence auf diese Leute zu, wo wir dann anfangen, uns selber vorzustellen. Dann aber, ich sag mal, auf das Problem zu sprechen kommen, was der Kunde also adressieren will, ohne dass wir also, wie gesagt, wirklich mit der Tür ins Haus fallen. Und wir haben dort also, wir haben es jetzt in den letzten Monaten erfolgreich aufgesetzt und haben schon einige Meetings mit sehr renommierten Zielkunden aufsetzen können, die auch mittlerweile zu Pipeline im sechsstelligen Bereich geführt hat. Und das Ganze also, ich sag mal, in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für uns war das eine Investition, die sich sehr gelohnt hat, weil wir hier jetzt, ich sage mal, taktisch klug vorgehen können. Interessant ist auch, ich schmeiße es vielleicht nochmal zusätzlich mit rein, BlackBerry bietet ein ziemlich breites Produktspektrum an. Das heißt also, wir haben den sogenannten UEM-Bereich, das ist also Endpoint Management, und dann haben wir aber auch den Security-Bereich, Endpoint Security. Und diese beiden Themenbereiche agieren normalerweise, was so die Entscheidungsfindung angeht, unabhängig voneinander. Das sind also unterschiedliche Buyer sozusagen in diesen Accounts. Und für uns war es also auch da sehr interessant zu sehen, wie viele unserer eigentlichen Bestandskunden sich mit den anderen Thematiken auseinandersetzen, die jetzt BlackBerry zur Verfügung hat durch die Akquise von Cylance. Also nicht nur mit den New Logos, da war es natürlich enorm hilfreich für uns, aber auch mit den Bestandskunden, um dort zu sehen, aha, Mensch, das sind hier zum Beispiel Leute, die kennen wir noch gar nicht in diesen Accounts. Die setzen sich also auch jetzt mit, ne, zum Beispiel dem Thema Endpunktschutz auseinander. Ist natürlich hilfreich für Cross-Sell, Upsell und Genau, alle richtig. möglichen Ja. Bestandskunden. Ne, super spannend. Also erstmal vielen, vielen Dank. Das ist, fand ich extrem interessant zu erfahren, wie du praktisch oder wie ihr praktisch im Sales-Bereich auch in der Strategie das Tool einsetzt. Natürlich ist es so, dass diese Daten ja auch automatisiert in eure Systeme gehen. Ne? Das heißt, ihr guckt ja, dass er dann dementsprechend hier die Daten einspielt von Priority Engine in eure Systeme, und das macht es natürlich. Wie hast du die Neuheit mit diesen intentbasierten Daten, wie habt ihr das erfahren? Also wir haben ja im September das gelauncht, und hat sich das, Entschuldigung, für eure Ansprache, hat sich da eure Ansprache verbessert oder noch verbessert, oder habt ihr da irgendwie noch ein bisschen mehr, ich sag mal so, Personalisierung hinbekommen? Ja, weil da ist, das ist ja so das Schlagwort, wie du schon erwähnt hast. Man Ja, muss genau wissen, was macht der Herr Müller? Na, was will er denn genau? Und genau. wie muss ich ihn ansprechen? Hat das bei Definitiv, euch ja, also funktioniert? 100%. Also die Produkterneuerungen im September waren sehr positiv für uns. Also was ihr dort im Bereich Intent gemacht habt, gefällt uns sehr gut. Hat uns also auch nochmal bestärkt in der Entscheidung mit TechTarget, auch im deutschsprachigen Raum, sehr eng zusammenzuarbeiten. Ich sag mal, wenn uns die Pandemie eins gelehrt hat, ist, dass man also wirklich, dass man den Kunden in den Vordergrund stellen muss. Zum Beispiel der Bereich oder die Cybersecurity-Industrie selber, es gibt insgesamt 6.000 Mitbewerber in diesem Bereich. Das heißt, man muss also schon wirklich hier Sich abheben. Ja. abheben, ganz genau, und kreativ arbeiten. Und die Priority Engine gibt uns wirklich sinnvolle Einsichten in das Verhalten unserer potenziellen Kunden. Ich habe es eingangs gesagt, für uns der Bereich Endpoint Security oder nicht nur Endpoint Security, sondern allgemein. Für uns geht es darum, dass wir also wirklich nachhaltige Geschäftsbeziehungen, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden und potenziellen Kunden aufbauen. Und da hilft uns TechTarget ungemein. Ne? Dass man also, es ist also nicht so, dass man also hier wirklich einfach mal unkoordiniert drauf losarbeitet, sondern hier, wir haben das Ganze wirklich in einen Prozess eingearbeitet, um wirklich sicherzustellen, dass wir uns mit den Kunden auseinandersetzen, denen wir auch wirklich helfen können. Ja, wunderbar. Also ich sehe schon, ihr seid echte Experten, gerade auch in der Steuerung von Priority Engine, und habt da sicherlich einen sehr, sehr guten Prozess jetzt. Und das Schöne ist, es ist auch skalierbar, ne, wie du Ja. schon erwähnt hast, skalierbarer Prozess, den man auch messbar mit messbaren Erfolgen hat.
Deswegen ja, erstmal vielen Dank, Jason. Vielen, vielen Dank für Danke, deine Max. ganzen Informationen. Und Sehr ich fand das gerne. sehr, 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 sehr spannend, das mal zu hören, praktisch.